Zwei alte Jäger, der Scheng und der Jupp, die sitzen zusammen in einer noch viel älteren Yachthütte. Und sie sitzen da und sitzen da und sind sich am Langweilen. Und der Scheng, der spricht jetzt schlecht. Und der Jupp, der süht jetzt schlecht. Ja, und wie sie da so sitzen, da sagt plötzlich der Scheng: Mensch, Jupp, Lorenz, da hängen an der Wand, da hängt ja nur uralte Flinte, so eine Flinte, das habe ich ja noch nie gesehen, dass sie da hängt. Nee, sagt der Jupp, Scheng, pass uns ob, das ist doch kein Flinte, das ist doch eine Klarinette, was süßt du denn da? Mensch, Jupp, du spinnst doch, du hast doch Tomaten auf den Augen, das ist doch keine Klarinette, das ist doch eine wunderschöne uralte Flinte, die habe ich da wirklich noch nie hängen sehen. Nee, der Jupp sagt, pass auf, Scheng, das ist kein Flinte, das ist eine Klarinette. Und ich zeige dir, ich holte jetzt. Und er geht da hin und holt die vermeintliche Flinte, die natürlich keine Klarinette ist, und will da reinblasen, hält die so vor den Mund. Und es passiert, was passieren muss. Ein Schuss löst sich, der Hut fliegt weg, die Schädeldecke öffnet sich schier und die Augen hängen so raus. Alles ist entsetzlich still. Da sagt der Scheng zum Jupp: Mensch, Jupp, da muss ich jetzt gar nicht so blöd gucken. Ich werde mich auch erschrocken. Ein Ehepaar sitzt am Frühstückstisch. Beide lesen Zeitungen. Und plötzlich sagt er zu ihr: Hör mal, Schatz, hier steht tatsächlich, dass Frauen doppelt so viel sprechen wie Männer. Jeden Tag doppelt so viel. Tja, sagt sie, ist ja auch ganz logisch. Wir müssen euch alles zweimal erklären.